So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der Risikohinweis und dann geht es auch direkt los. Es gibt zwar, ja, der Markt hat sich jetzt in der Nacht jetzt kaum bewegt. US-Indizes sind im Minus. Der DAX hat deswegen auch etwas leichter eröffnet. Kann man hier bei der Indikation sehen. Er kämpft jetzt hier um die 10.550 Punkte Marke, liegt also hier unterhalb des Rainbow Indikators. Ist jetzt erstmal hier abgeprallt. Ist jetzt zunächst natürlich nicht besonders schön, also trendtechnisch. Allerdings weiter wichtig ist natürlich jetzt hier die 10.514 Punkte Marke. Also wenn dieses oder auch 10.500 Punkte, wenn die fällt, dürften wir höchstwahrscheinlich hier nochmal einen schnellen Move nach unten sehen. Im anderen Chartbild ist hier das dann besser sichtlich. Gut, im 4-Stunden-Chart hat sich das jetzt hier ja sogar auf 10.350 Punkte. Wäre jetzt hier so eine Cluster-Unterstützung. Das Gap liegt weiterhin natürlich bei 10.370 Punkten rund und die Oberkante des Gap eben bei 10.406 Punkten. Also zwischen dem Spielraum liegen sehr viele Unterstützungen. Und wer jetzt hier wirklich antizyklisch veranlagt ist, kann hier durchaus mal eine Position direkt eingehen, bevor man Umkehrsignale findet, auch in den unteren Zeitebenen. Wo ist im Prinzip aber dann der Stopp zu platzieren? Ist jetzt hier vielleicht eher schlecht zu sehen. Ich schalte mal hier auf Xetra. Also im Prinzip wäre hier jetzt ein Tagesschlusskurs unter dem EMA 38 definitiv schon leicht negativ. Ein Stopp, ja, wäre doch aber allerdings deutlich weiter unten dann anzusiedeln, eher hier an der ehemaligen Ausbruchsmarke bei 10.150 Punkten. Das wäre jetzt hier erstmal so ein mögliches Setup. Wäre also ein Risiko dann doch von ja, guten 300 Punkten, wenn man jetzt hier in den Bereich einsteigt oder knapp 300 Punkten. Aber der Zielbereich, wenn man jetzt wieder in den Wochenchart schaut, wäre durchaus, ja, wären sogar möglich sogar 1000 Punkte eben mitzunehmen. Wenn es jetzt hier den Rücksetzer gibt, wären aber ja, erstmal 11.200 Punkte vielleicht angesagt. Also das wäre erstmal das Bild. Aber was man halt im Hinterkopf definitiv halten muss, das habe ich auch schon gestern gesagt, ja, die US-Indizes, da könnte schon demnächst was anstehen. Und zudem sind wir auch in den Sommermonaten. Aber einfach nur zu sagen, ja, hier gibt es eine Korrektur, das ist ein Verkaufssignal, das gibt es halt im Moment noch nicht. Ja. Kann auch hier mal beim S&P 500 Index in die größeren Zeiteinheiten, also flacht sich halt natürlich ab, die Dynamik ist nicht mehr groß vorhanden. Gestern hat eben der Index auch kein neues Hoch erreicht. Hier haben wir die Indikation, also wie man sieht, ist hier eben leicht negativ. Wäre jetzt halt hier, klar, ich meine, es gibt immer Chancen. Und Wahrscheinlichkeiten sind vielleicht jetzt auch da, einfach nur den Stopp auf das Hoch zu legen und jetzt hier zu shorten. Man hätte ein Risiko von 10 Punkten. Im Dow Jones wären das dann rund 100 Punkte. Ist durchaus gegeben, früher hier einen antizyklischen Short vielleicht zu starten. Allerdings hier wirklich mit dem Bruch dieser Unterstützung erst dann wäre charttechnisch etwas, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen größeres passiert, aber im Prinzip ein Short-Signal
was erstmal nur geringes Potenzial hätte, Korrekturpotenzial. Australischer Dollar, kanadischer Dollar ist jetzt hier unter die Ausbruchsmarke gefallen. Ist jetzt natürlich ein bisschen unschön. Stopp liegt weiterhin erstmal hier unten. Müsste sich jetzt hier wieder über den EMA vorarbeiten. Dann könnte sich hier was oben noch das Kursziel dann ergeben. Gold. Ja, Seitwärtsphase, absolut auch nicht trendig. Hier bleibt Silber unter der Sell-Trigger-Marke. Da wartet man weiter eigentlich auf tiefere Kurse. Pfund gegenüber australischer Dollar hat sich jetzt ja noch weiter angenähert, aber auch hier ist jetzt die Dynamik flöten gegangen. Also einfach im Prinzip Gewinne sichern oder sehr eng absichern, dürfte hier eine gute Strategie sein. Im Euro gegenüber japanischen Yen ist in der Nacht nichts passiert. Da dachte ich, dass jetzt hier vielleicht der Index unter diese Marke durchbricht. Wie man sieht, ist nicht mal ein Stundenschlusskurs oder nicht mal touchiert worden, die Marke. Also gibt es ja auch erstmal keine neue Veränderung. Dann schauen wir noch, ja, was gestern unglücklich war oder eben zu geizig mit dem Limit. Hier WTI ging hoch, Kaufsignal eben knapp verpasst. Hier sieht man jetzt, dass ja, im 4-Stunden-Chart ging es dann über den Rainbow-Indikator, ist dann wieder hier leicht abgefallen. Also jetzt ist schon schwierig, ja, man kann ja schon einen Einstieg etwa auf dem Niveau hier suchen, 47,30, aber es kann sich trotzdem noch hier die könnten trotzdem die unteren Kursziele noch erreicht werden und dann erst die Bewegung starten. Ne? Wenn man jetzt aber dieses Signal hier handeln will, ja, wäre bei dem Ausbruch entweder dann direkt rein, allerdings bei 4 Stunden Schlusskursbasis ist natürlich diese Monster eine zu große Monsterkerze, wäre man dann eher beim Rücklauf. Wenn man also hier investiert schon und der Stopp, ja, müsste dann eben trotzdem erstmal hier unten sein. Also wer jetzt hier reingekommen ist, also nicht hier unten, dann liegt man ja sowieso im Gewinn. Ja, ist jetzt hier schon ein bisschen problematisch, wo man dann halt den kurzfristigen Stopp sieht. Im Idealfall jetzt vielleicht auch, ja, wenn man das hier als Korrekturende sieht, dann hat es hat hier eben schon was gestartet. Der Rücklauf ist dann möglicherweise eben hier beendet und startet dann ein neues Hoch. Dann passt es auch. Wer jetzt hier aber auch warten will, denke ich mal, kann auch noch an der Seitenlinie stehen, also wird vielleicht nichts weglaufen. Beim Brent ging es hier unten eben nicht, auch nicht in die Kaufzone hin. Der kleine Move hier ist dann hier eben deutlicher passiert, da so prognostiziert worden war. Im Prinzip auch hier das gleiche Bild. Deswegen hier kann es und darf es eben auch noch mal fallen. Sonst werde ich nachher eben nochmal schauen, ob ich was im Forex-Bereich finde, ein kurzfristiges Setup, aber man sieht, wenn man jetzt hier auch einige Währungspaare, Gold, Silber, sind Sommermonate, passiert im Moment nicht viel, deswegen ist auch die Frequenz runtergefahren worden. Danke fürs Zuhören, wünsche allen einen schönen Tag, bis später.